and Gentlemen, willkommen zurück an der hochangesehenen Uni von Porta Rustica mit eurem Dekan. Oh ne, warte mal, ich bin der Professor. Nevermind, mit eurem Professor Dosch von Rufusten. Ja, ich will mir auch mal beim Reden einpennen. Gut, auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier den armen McChronicle. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Okay, Herr Dekan. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Okay. Hier ist ein Vogelaufkleber. Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei! Und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Buntglasscheiben? Vogel? Nein. Hier ist noch eine Pfeife. Aha. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht in das Licht führen. Habe ich das gerade richtig gehört? Alter, das kann man doch nicht machen. Oh Gott. Kann man das mit dem bisschen Unkraut schupfen? Hier, McChronicle. Alter. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Ja, ist auch erstmal leider wird gechillt. Ah, meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wow. Ganz schön kräftig, der Tabak. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. So, guck. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Und mit Frauen, natürlich. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Okay. Okay, ich nehme den Schlüssel. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Yippie! Okay, kann man hier noch lang? Komm mit. McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Oh Gott, den müsste ich mir wach kriegen. Können wir jetzt mit dem Schlüssel hier die Labortür aufmachen? Bitte, lass das klappen. Bitte. Ha, das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus.
schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Okay. Da ist nicht. Was haben wir hier? Die Zeitmaschine, ein Tachyonentank und ein Bohrzahn. Können wir da den Wassereimer auffüllen? Igittebä, das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Flüssige Bronze, natürlich. Können wir jetzt hier was am Tachyontank machen? Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Öl rein? Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Okay. Ist hier noch irgendetwas? Ah, ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Beeindruckend, nicht wahr? Was ist es? Ich! Nerdwerk? Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein! Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel, wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyonentank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyonen emittiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Ja. Okay, wir brauchen also Feta-Käse. Der Bronzehahn, Studenten, ja, okay. Hat sich jetzt irgendwas im Hörsaal verändert? Ist das eine Ziege? Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Okay. Hat sie jetzt hier? Stuhl? Aha! Da hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut. Und mir nichts abgegeben. Außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Kauen. Was ist hier auf dem Turm? Gerüstringer, ne? Weg mit dem Zeugs! Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Okay, was können wir noch machen? Können wir noch hier die Grundlast hier anbringen? Das würde bestenfalls alles verstopfen. Okay. Dann bringt das natürlich weiter. Können wir hier irgendwie noch was machen? Glasiermini? Das ist noch kein Fall für den Aschenbecher. Bemerkenswert, wo doch heute Grilldonnerstag ist. Ach stimmt, es ist ja immer noch Grilldonnerstag. Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotinkaugummis, aber ich habe ein Kaugummi und da ist Nikotin drin. Wird schon passen, oder? Ein Nikotinkaugummi, natürlich. Was macht denn dieser Hebel jetzt hier? Den habe ich immer noch nicht verstanden. Okay.
das. Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Das ist kein Trainingssack, sondern eine Ziege. Ha, guter Versuch. Ich mag blind sein. Dafür funktionieren meine anderen Sinne umso besser. Ich kann den Raum hören, Gegenstände schmecken und ich rieche an deinem Gesichtsausdruck, dass du mich hinters Licht führen willst. Genau, das war mein Gesichtsausdruck, nicht etwa das Chili von gestern. Also, ich sehe schon kommen, was mit dieser Ziege passieren wird. Irgendwie bin ich dagegen, aber nach der Aktion auf Teneriffa, wo ich beim Praktikum einen Tag lang eine Ziege hüten sollte und die mir ins Büro geschissen hat. Hau drauf. Und Schlag! Igitt, was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenallergie. Meine Augen brennen. Igitt! Bravo! Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Nasenbrille? Hey, Finger weg von unserem Schrottballtrainingssack. Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Alter. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar, bedien dich. Aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. Alter. Feta-Käse, natürlich. Oh, wir haben die Milch geschlagen. Oh Gott. Kann man dir ein Nikotinkaugummi andrehen? Alter, dieser Vogel. Nikotinkaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setz nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Fantastisch. Haftcreme? Okay. Jetzt erstmal hier den Feta-Käse rein. In Tachyon-Tank. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Falsch. Dann war es eine Fangfrage. Denn es ist in Wirklichkeit gar keine gute Idee. Richtige Antwort. Können wir dann irgend... ein Glas hier haben? Hey, diese Glasscherben wären genau das Richtige für meine 4D-Brille. Schade nur, dass sie von alleine nicht haften bleiben. Okay, dann sehe ich jetzt zusammenkommen. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir noch irgendwas mit den Kaugummi machen könnten beim Dekan. Der ist ja so süchtig gewesen nach der Pfeife. Und Nikotinkaugummi ist auch da genau das Richtige. Jetzt aber. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht Psst. Anfassen! Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ja. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Da müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Jetzt aber Feta-Käse. In den Tachyon-Tank.
Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Und dazu gleich die Anschlussfrage. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meinen Pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Notiert euch das. Tachyon-Tank? Und wir sind auf voller Leistung. Da! Ja. Das Portal ist offen! Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyon-Düsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Jetzt? Daniel! Mami! Schlimperdibix! Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja schon, aber ob das sicher ist? Wer nichts probiert, kann nur verlieren. McChronicle! Hurra! Hurra! Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kuwak geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1:1000 vielleicht? Ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und dann eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch Ghoul holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Ghoul, jetzt komm. Ghoul, wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Ghoul. Setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das, ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Es ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sieh. Ich wusste es. Es gibt Hoffnung. Du hast recht. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow, schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. Was hatten sie da fallen gelassen? Was ist das? Hey, gib das her! Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Na? Und damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein, weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Uni frei. Was zum... Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Was? Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Ghoul und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, du Fuelog! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Hä? In meinem Rübenbeet! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch...
Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh. Ein Schritt mehr und ich blase dir die Rübe weg. Aber Drüso, ich bin's doch. Professor Rufus, läutet denn da gar nichts? Professor Rufus? Ja genau, das war doch der Typ, dem ich das alles hier zu verdanken habe. Jahrelang nur Schrottkrabben und Milben. Was ist mit dem? Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Und jetzt verschwinde aus meinem Vorgarten. Ist ja schon gut. Okay. Und wir haben wieder gar nichts. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.